Ja Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Heute als Agentenerbse, getarnt als Zuhältererbse, denn wir haben den schweren Verdacht, dass ein Nutten- und Koksring die Pflanzenwelt regiert und deswegen müssen wir heute so ein bisschen ermitteln, indem wir Zombies töten. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Aber wir werden gerade zerlegt. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Alles klar, zack, 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 hier drüben hin und da kommen die coolen Moves. Haben wir den hier noch weggeholt, aber der Garten wird eingenommen von einem einzigen Zombie. Wahrscheinlich noch irgend so ein billiger Braunmantel, denn die Pflanzen wollen mal wieder nicht verteidigen. Deswegen müssen wir eben mal wieder so ein bisschen hier in die Bresche springen. Alles klar, jetzt sind die Pflanzen im Garten drin. Die Ermittlungen können also weitergehen. Und hier redet schon wieder jemand. Immer diese ganzen Leute, die dauernd reden. Heute besonders schlimm aus irgendeinem Grund. Ja, die Agentenerbse ist auf jeden Fall eine sehr geile Klasse, die ich auch sehr, sehr selten spiele. Denn die macht relativ wenig Schaden, wenn man den Körper trifft. Man muss also immer gucken, dass man den Schädel trifft. Denn nur so macht man brutal viel Schaden. Der hier bekommt die Panik und rennt weg. Jetzt will er mich essen. Er hat mich gegessen. Nein, der hier war es. Na gut, noch ein bisschen Ehre habe ich hier gewonnen. Ich bin wenigstens durch einen Spieler gestorben. Aber hier ist gerade ein bisschen wenig los. Die Zombies machen nicht so wirklich einen großen Angriff, wie sie normalerweise tun sollten. Ah, hier drüben kommen sie. Ja, hier sieht man es. 33 Damage, wenn man den Kopf trifft. Das ist schon ziemlich geil, aber hier kommt die Rakete und hier, zack, wieder zerlegt. Drei Zombies im Garten drin. Leute, wo seid ihr denn? Ah, meine Güte. Die ganzen Kakteen stehen natürlich hinten. Und da werden wir schon wieder überrannt. Jetzt erstmal hier eine Bohne rein, die Taktikbohne. Einen hier noch weggeholt mit der Taktikbohne. Die derben Kills bleiben aus. Go, 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 komm. Na also, Dreier Serie. Da kommen sie langsam, die derben Kills. 33 Damage ist natürlich geil. Es ist richtig geil. Und hier von der Seite weggeholt, Z4 Armbrust. Okay, schnell wieder rein. Ich lande ja hier unten. Wir müssen schauen, dass wir hier so ein bisschen mehr verteidigen. Deswegen setze ich mal hier drüben Pflanzen hin. Für mein Team nur die Besten. Natürlich, die Besten sind die Bambuswurmen. Deswegen schön hier überall die Bambuswurmen rein. Man merkt immer, wenn man zu viele Kakteen in einem Team mit drin hat, dann wird irgendwie nie verteidigt. Man braucht Schnapper, Sonnenblumen und natürlich Erbsenkanonen. Boah, dauernd daneben gefeuert. Aber jetzt bin ich dran. Na also. Boah, schon wieder so ein Braunmantel hinter mir. Wow, da fliegen die Raketen. Und noch eine Rakete. Und ich werde bombardiert. Wenig Leben, wenig Leben, wenig Leben. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier drüben. Zack, zack, zack. Komm schon, Duell. Yes, ich habe ihn noch weggeholt. Es war kein faires Duell, aber ich habe ihn noch weggeholt. Ein Zombie ist wieder drin. Alles klar, ich spawn ja direkt hier beim Garten. Wer ist hier schon wieder drin? Die kommen von der anderen Seite, obwohl da vorne habe ich den Teleport gesehen. Die Zombies hier denken mit. Die denken sich auch, hey, die Pflanzen verteidigen ja so oder so nicht. Wenn wir von hinten kommen, easy going. Zweier-Serie, sehr schön. Okay, ich bleib hier. Ah, Mann, ich würde gerne rausrennen. Kills jagen. Komm schon, komm schon. Der ist doch so gut wie tot. Wow, 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 wow. Ich höre hier schon wieder die Raketen. Ah, hier oben. Alles klar, dann gehen wir hier oben hin. Ich düse los. Hier oben könnte der Zuhälterring sein, von dem ich gelesen habe. Wo will er hin? Ich bin angeschlagen, Junge. Du nicht. Okay, wie sieht's denn aus? Zack, hier einmal alle durchmuten. 10 Kills. Wir stehen ganz oben. Ja, doch, der Agent. Kann man auf jeden Fall spielen. So übel ist der gar nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Yep, die nehmen den ein. Die nehmen den jetzt definitiv ein. Nur noch wenige Zentimeter
Millimeter, könnte man sagen. Bis wir hier schon wieder einen Garten verloren haben. Boah, was ist hier los? Explosion. Piraten. Yep, die sind wieder hier oben. Soll ich hochgehen? Ich gehe hoch. Ich hole mir die. Noch hier eine Wumme rein. Und dann hole ich mir die da oben. Das Geile ist, die Wumme ballert hier hoch auf das Dach. Ah, die sind schon wieder hier. Leute. Leute. Wie soll man denn sowas hinbekommen? Lass mir hier eine Bohne rein. Taktikbohne. Mega coole Deluxe-Bohne. Boah, haben die viele Soldaten. Haben die scheiße viele Soldaten. Aber ich gebe mir hier ein Duell. Yes! Ein HP. Wer ist der Boss? Oh Gott, ich bin immer noch am Leben. Ah, der hier. 14 Kills. Okay, die Tarnung ist aufgeflogen. Die Soldatenarmee kommt. Erstmal hier die Stühle und die Tische wegholen. Stehen nur im Weg rum. Na, wo ist denn der Teleport? Wo ist er denn? Könnte da hinten sein. Oder da oben. Da oben ist er. Bohne, Bohne, Bohne. Ging daneben. Ging daneben. Der noch einen Kill geholt. Die Bohne dient nur noch der Verwirrung. Deswegen auch die Taktikbohne. Zombies, die sich bilden. Kann ich gar nicht leiden. Wo denn? Ach, über mir. Na, ah, Mist, der Zaun ist im Weg. Ah, ich höre schon wieder Raketen. Na, will hier jemand hoch? Ich glaube, jetzt gewinnen wir. Ich bin ganz sicher. Diesmal kriegen wir es hin. Ich bin gestorben. 3%. Kann denn jemand... Na, also, sehr schön. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Vorlage für mich. Okay, jetzt wollen sie sich den Teleport holen. Langsam kommen sie. Der Teleport steht. Die Bohne steht. Die Bohne hat vernichtet. Noch eine Vorlage bekommen. Da regnet es schon wieder Bomben. Was ist hinter uns? Nix. Gut. Ah, den hole ich mir. Ah, Mist. Hinter mir war eine ganze Armee. Alles Ablenkung. Alles hier Ablenkung. Denn nur so halten wir die Zombies natürlich vom Garten fern. Sehr schön, noch einen weggeholt. 18 Kills. Die Kills kommen hier. Es läuft auf jeden Fall gerade ziemlich gut für mich. Yep, ich würde sagen, hier ist Ende für die Zombies. 1 Minute 25, da muss jetzt schon wirklich einiges passieren, dass sie hier noch durchkommen. Kein Teleport, keine dicken Zombies hier in der Nähe. Ich würde sagen, das Ding hier ist gewonnen. Jo, den nächsten weggeholt. Die Linie steht. Na, Moment, irgendwo hier ist schon wieder eine Drohne. Und Raketen. Okay, wir sind alle hier und die Zombies rennen da hinten hin. Ist das gut? Ist das klug? Ich weiß es nicht.
Alles klar, der ist tot. Dreier-Serie schon wieder. Ja, das ist definitiv gewonnen. 20 Sekunden. Jede Menge Verteidigung. Ich würde sagen, Sieg für die Pflanzen. Das kann man an dieser Stelle schon mal auf jeden Fall raushauen. Oh, ein bisschen Heilung hier zum Mitnehmen. Er will es hier nochmal versuchen. Und hier ist es vorbei. Die Pflanzen haben gewonnen. Die Docks gehören uns. 7810 Punkte. Mal sehen, wie viele Kills, wo wir stehen. Ja, 20 Kills. Nur einer hat hier drüben mehr bei den Zombies. Und ich würde sagen, wir machen hier noch so ein kleines Pack-Opening. Diesmal nehmen wir uns... ja, wieder so eins. So ein gemischtes. Komm schon, Sternüberspringer. Yes, mal drei. Ein bisschen was wenigstens. So, Sargzombie. Eiserbsenkanone. Piraten. Blumsklo. Sternüberspringer mal drei. Feuererbsenkanone. Und hier drüben natürlich, von denen habe ich mittlerweile so viele. An die 200, 300 Stück. Ja, wir sehen uns dann wohl in der nächsten Runde Plants vs. Zombies. Wie immer, danke fürs Zusehen. Gebt dem Video doch eine Bewertung, würde mich freuen. Und tschüss.